Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch weiterhin einen ramontischen Abend. Ich hoffe, ihr habt das andere Video ja schon gesehen, deswegen darf ich euch hoffentlich wieder zurück begrüßen. Und zwar nämlich mit den Patch Notes 9.1 wurde auch Zeit, dass die rauskommen. Wir haben hier wirklich einige Änderungen, die wir besprechen müssen. Und deswegen fangen wir auch direkt an und lassen uns nicht hier ganz lange lumpen. Fangen wir an mit Kalista. Kurze Geschichte zu Kalista. Kalista ist ein Champion, den wahrscheinlich die meisten gar nicht mehr kennen. Sie kam in League of Legends, war komplett broken im Pro-Play, also da hat sie einfach alles weggestompt. Und dann hat man gesagt, okay, zu broken müssen wir nerfen und seitdem ist Kalista eigentlich nicht mehr wirklich existent. Das Problem bei Kalista ist immer die Verbindung zum Teammate, denn diese hat man gerade im Pro-Play sehr, sehr gut. Aber im Solo-Queue ist das immer so wirklich meh, vor allem wenn du alleine spielst und nicht im Duo-Queue. Und deswegen soll Kalista jetzt ein bisschen mehr von diesem, ja, wieder wegkommen, dass sie selbst eigenständiger handeln kann, ohne ihren Teammate immer zwingend dabei zu haben. Und das ist quasi die Ausgangssituation. Bedeutet, was wird gemacht bei ihr? Gemacht wird, dass sie erstmal ihre W, vorher war es ja so, dass sie zusätzliches Attack-Damage bekommen hat, wenn sie in der Nähe von ihrem Mate war. Das heißt 5, 10 und so weiter bis 25. Das wird komplett entfernt. Und dafür bekommt sie 5 AD auf Stufe 1, das heißt, sie hat auf Stufe 1 direkt diese 5 AD dabei. Das ist ziemlich cool. Außerdem bekommt sie 0,4 Attack Damage pro Level und auch nochmal 0,5% Attack Speed pro Level. Bedeutet, sie hat auf Stufe 18 plus 12 AD, ja, plus 12, aber minus 25. Aber dafür hat sie ebenfalls noch 8% Attack Speed ganz grob dazu bekommen. Ist im Endeffekt, glaube ich, auf jeden Fall worth. Vor allem, weil, dass man sagen muss, die hat diese Stats ja immer. Du hast immer plus 12 AD. Im Gegensatz zu dieser 25 AD, die du nur hast, wenn dein Mate wirklich an deiner Seite ist. Außerdem bekommt sie noch einen Buff auf ihrer Q. Das heißt, 10 mehr Damage auf Stufe 1. Klingt erstmal so, na, ist nicht so viel. Ist auch wirklich nicht so viel, weil es der Spell ist, den sie erst als zweites hochmaxt, glaube ich sogar. Und ja, vor allem mit der W jetzt. Also, dafür aber 30 Damage auf Stufe 5 ist trotzdem ein Buff, ist okay. Allerdings wird jetzt ihre E nochmal genervt. Das heißt, die macht nur noch 50% Damage an Epic-Monstern. Ich glaube, alles in allem, das ist so eine Geschichte. Ja, du kriegst hier was, aber wir ziehen dir andererseits wieder was ab. Das heißt, sie ist kein rentables Smite mehr. Ich meine, es ist auch wirklich broken gewesen. Sie hat teilweise 1600, 2000 Damage im Late-Game an so einem Baron gemacht. Ja, dann sind es vielleicht nur noch 800, vielleicht nur noch 1000 Damage, je nachdem wie fett du gerade bist. Ist also eigentlich immer noch sehr, sehr viel und einem Smite sehr gefährlich. Ob ihr das alles helfen wird, ich glaube ehrlich gesagt noch nicht. Nicht, dass sie auf, also wird noch nicht wieder stark sein, aber ja, mal sehen. Weiter geht's mit Ornn. Ornn ist im Prinzip sehr ähnlich. Ornn ist im Pro-Play sehr, sehr stark, aber im Solo-Queue sehr, sehr kacke. Und deswegen wird er jetzt nochmal geändert. Das heißt, er bekommt mehr Stats, mehr AP, mehr Armor, mehr Magieresistenz und das ganze Thema. Und seine Passive wird geändert. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Das heißt, da können sich wahrscheinlich einige dran erinnern. Er bekommt jetzt 10% zusätzliche Armor oder Magieresistenz von Items, die er sich kauft. Das ist schon mal sehr, sehr eklig, weil wir wissen alle, dass Ornn einfach ein Champion ist, der nie stirbt. Ab Level 13 wird jedes upgradable Item, was er sich kauft, instant aufgegradet, ja, aufgegradet. Das heißt, kauft er sich Frozen, das hier sind übrigens neue Items, kauft er sich Frozen Fist, wird das mit Level 13 direkt geupgradet. Oder auch Yumus, Mighty Gunblade und was weiß ich, Rune King. Allerdings nur zwei Items. Ja, er könnte sich jetzt nicht 6 Stück ins Inventar ballern, nur 2 Items. Ab Level 14 allerdings kann er die Items von seinen Verbündeten für kostenlos und für ohne über losgehen upgraden. Er muss für 600 Range dahin gehen, haut 2-3 Mal irgendwie auf deren Waffe und dann wird das geupgradet. Die müssen nicht 1000 Gold investieren, ist also ein insaner Buff für alle, die Ornn mit im Team haben, weil die das Geld halt nicht investieren müssen. Er muss halt nur dahin gehen und er kann das nur einmal pro Level machen. Das heißt mit 14-1, mit 15-1 und so weiter. Ja, das sind die neuen Items, allerdings werden auch seine Stats dafür ein bisschen verändert. Die Q erstmal kostet weniger Mana, macht weniger Damage und slowt weniger, ist schon alles ziemlich nervig. Bei der W gibt es auch einiges einzustecken, denn der Shield kommt komplett weg. Die Begründung ist hier, man sagt, hey, es soll ein Spell sein, der dich so ein bisschen, du gehst auf den Gegner zu, verbrennst ihn und shieldest dich. Das heißt, du hast gar keine Wahl als Gegner, als wegzugehen. Jetzt ist das Schild weg und so kannst du sagen, okay, er geht auf mich zu, er burnt mich, aber er hat kein Shield, also ich kann mich auch wehren und ihn auf die Fresse hauen. Möglichkeiten gibt's da. Allerdings bekommt er dafür wieder sein Unstoppable, das heißt, er kann nicht gekickt werden oder anderes und hat, damit hat man also gute Playmöglichkeiten, gerade wenn man ein bisschen mehr weiß, was man tut. Cooldown ist ein bisschen geringer geworden, allerdings muss man sagen,
Hier, die Duration ist verringert worden. Also das heißt, man ist nicht ganz so lange unstoppable. Die Ticks sind genau gleich. Das heißt, man macht genauso viel Damage wie vorher. Self-Slow ist geringer. Und Achtung, jetzt geht's los. Brittle Damage. Ja, wenn man den Gegner wegbrittelt. Vorher waren es 7-12% Maximum Health. Jetzt sind es aber 12-20%. Stellt euch vor, ein Full-Tank haut euch mit einem Hammer aufs Maul. Und ihr verliert einfach 20% Life. Puh. Das tut definitiv weh und macht wenig Spaß. Bei Searing Charge geht's weiter. Das Ding kostet am Anfang weniger Mana. Ist ziemlich gut, weil man es erstmal nicht hochlevelt. Außerdem ist es so, dass der Pillar... Vorher war es so, wenn du hast das Q gemacht und wenn du ziemlich lange gewartet hast und dann die E, kann es sein, dass er in der Zeit wieder wegging. Jetzt, sobald du einmal die E auf den Pillar gecastet hast, bleibt er auf jeden Fall da, bis der Dash fertig ist. Und auch die Ultimate wird genervt, das heißt, hier hat man vorher einen sehr, sehr großen Slow, den man immer auf den Gegner gebracht hat, auf sehr hoher Reichweite. Ja, du hast einfach gesagt, okay, da hinten ist ein Gegner, holst das Pony aus 3000 Kilometer und der wird direkt um 80% geslowt da hinten. Jetzt ist er scalend, also er wird dann ganz hinten erst um 10% geslowt und je weiter das Ding rennt, umso mehr wird er geslowt. Der Knock-Up ist nur noch auf eine Sekunde und nur noch auf das erste Ziel, alle danach um 0,5. Das heißt, was ist gemacht? Teamfight ist schlechter. Dafür ist aber Solo-Q-Damage, beziehungsweise der Solo-Damage, ja, also man hat überall auch hier Vorteile, Nachteile. Gerade der Vorteil mit der Passive und hier die 10% muss man natürlich berücksichtigen. Ornn ist meistens Full-Tank, das tut weh. Muss man mal sehen, wie das wird. Und auch Sejuani, eigentlich könnte man hier schon über Reworks reden. Nicht direkt, weil die Spells nicht komplett verändert werden, aber... Sejuani ist im Pro-Play sehr, sehr stark, weil sie ist ein Champion, die braucht Follow-Up. Ja, das heißt, sie engage und ist darauf angewiesen, dass das Team followt. Im Solo-Queue ist das meistens sehr schwierig, weil die Leute da nicht hinterherkommen oder was weiß ich, Koordination fehlt und deswegen wird sie auch Solo-Queue-lastiger. Das heißt, alles das wäre es mal wieder hoch geboostet. Ja, zum Beispiel hier Magier-Stance um 5 höher, das ist ziemlich cool. Ihre Spells. Ihre Passive hält jetzt 3 Sekunden statt 2 Sekunden, gibt aber nur noch 20 Armor Magier-Stance und nur noch Bonus, beziehungsweise scaled nur noch mit 25% Bonus. Vorher waren es 100 und 120, also super harter Nerf, aber dafür eine Sekunde länger. Ist gar nicht so schlecht, wenn du 3 Sekunden, ja, weniger Damage bekommst. Vor allem in den ersten Sekunden ist der Gegner meistens ja eh noch irgendwie gestunt oder irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht hat man noch nicht gar nicht so hart die Attention. Nur gut, dafür wird aber ihr Q auf jeden Fall gebufft. Auf Stufe 1 20 mehr Damage ist cool, aber auf Stufe 5 60 mehr Schaden ist insane viel. 42 Damage für einen Level 5 Spell, der auch noch Utility hat, das heißt ein Dash und auch noch Knock-Up, ist ziemlich gut. Außerdem noch die W, die macht ein bisschen mehr Damage, beziehungsweise nur die zweite W. Und bei Permafrost geht's weiter, der Stun ist nur noch, ich rush ein bisschen durch, aber trotzdem detailliert, ich hoffe, das ist okay für euch. Macht nur noch 1 Sekunde Stun, weniger Range, aber BOOM! Einfach Babbe der Bam, boom. Ja, von 80 Damage auf 200. Das heißt, wenn du das Ding abkriegst, dein Gesicht schmelzt einfach weg. Uftata, uftata. Ja, weiter geht's mit Ashe. Und zwar ist es so, dass sie jetzt mit ihrem Hawkshot auch einen Assist bekommt, wenn sie innerhalb von 10 Sekunden das Ziel stirbt, was sie aufgedeckt hat. Jinx, ihre W, scaled jetzt mit Attack Speed. Das heißt, die Castzeit war bei 0,6. Scaled jetzt mit einem Attack Speed von 250% zu 0,4. Finde ich super geil, weil die W im Late Game zu benutzen ist einfach komplett sinnlos. Ja, ihr könntet in der Zeit, wo sie ihre W castet, 3 Autotex oder so gefühlt rauskriegen. Bei Jace ist einfach nur so ein bisschen Geschmackssache. Katharina, da muss ich sagen, ich muss jetzt appellieren an die Katharina Mains. Und zwar ist es so, sie hatte vorher eine 0,075 Castzeit, bevor sie geteleportet ist, wenn sie ihre E gedrückt hat, und 0,075 danach. Und das Ganze, also das ist mir ehrlich gesagt nicht mal richtig aufgefallen, das Ganze wird jetzt so geändert, dass es auf 0,15, ja, Achtung, 0,15, after Teleport. Das heißt, sie kann direkt teleportieren, bevor sie springt, aber nachdem sie springt, hat sie einen kurzen... eine kurze Cast-Zeit anscheinend. Ist mir noch nie so wirklich aufgefallen, wobei 0,075 sehr, sehr gering ist. Ja, kann jetzt allerdings das Hextech Gunblade mit ihrem Shunpo zusammen buffern. Buffern sage ich immer ganz gerne. Das heißt, ja, sie kann E Gunblade drücken und dann wird erst das E und dann das Gunblade ausgeführt. Ja, muss man mal gucken. Ist, würde ich jetzt sagen, ist das ein Nerf an Cutter? Ich meine, vorher kann sie... Sie springt halt, ich weiß es nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Jetzt deswegen, Katamain sagt, ist es ein Nerf? Ihr könnt halt direkt springen, aber seid danach kurz knockoutet. Ich denke mal, zum Escapen ist es gut, zum Engagen schlecht. Keine Ahnung. Ja,
Nasus, meine Freunde. Nasus ist jetzt so, dass er von Large Monstern und sowas jetzt 12, also statt 6 bekommt. Ja, so, ich mag nicht, wenn Nasus gebufft wird, muss ich fairerweise sagen. Fairerweise. Aber, ja, ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Wobei, mittlerweile kommen ja relativ viele Kanonen, ne? Muss man mal schauen, ich mag Nasus nicht, ich weiß nicht. Lassen wir erstmal so stehen. Dann sind wir bei Zephyr. Sie macht jetzt nämlich mit ihrem Q kein Reduced Damage mehr an Champions. Das ist gerade mit im Late Game ziemlich geil. Denn wenn da 4-5 Leute aufeinander stehen, dann böllert die Q mit 100% Damage komplett dadurch. Achtung, durch Minion wird es immer noch reduziert, aber Champions halt nicht mehr. Ziemlich cool. Weiter geht's mit Vayne. Ja, schwierig, sage ich. Bei Vayne sage ich's, ja, schwierig. Wenn sie ihre Ultimate anmacht, keep rolling. Ja, jedes Mal, wenn sie in ihrer Ultimate tumbelt, ist der Cooldown um 50% reduziert. Achtung, hier ganz wichtig, 50% ist eigentlich ein Fake-Wert. Also nicht direkt Fake, aber es kommt halt mit eurem Attack-Speed und so weiter drauf an. Denn der Tumble-Cooldown geht erst auf Cooldown, wenn ihr Auto-Attack. Das heißt, Q, Auto-Attack. Und bis der Auto-Attack raus ist, und ich glaube, der muss der... Ist die Frage, ob das erst der Auto-Attack rausfliegen muss oder treffen muss. Weil im Endeffekt kann man es nicht ganz so oft benutzen, wie es theoretisch auf dem Papier ist. Dennoch ein sehr, sehr harter Buff. Ich muss auch sagen, die Zeiten, wo Vayne OP ist, sind immer sehr, sehr eklig, weil Vayne ist ein Champion, die einfach 1v9 machen kann. Ekelhaft. Xayah wird auch gebufft. The Blade Caller Root Duration ist auf 1,25 erhöht worden. Ist, glaube ich, ziemlich cool. Vor allem, weil sie eigentlich nur viable ist mit Rakan zusammen und das gibt ihr selbst so ein bisschen Power. Ja, dann haben wir noch Jungle Items. Es wurde mal wieder fleißig gefunnelt, nachdem der Funnel Nerf rausgenommen wurde. Für alle, die nicht wissen, was Funnel Nerf ist, im Prinzip ist es jetzt so, sobald ihr eine Hunters Machete, Hunters Talisman oder irgendwie diese Jungle Items habt, dann bekommt ihr 10 weniger Gold pro Minion, wenn ihr mehr als die Hälfte vom Gold Wenn euer Gold von Minions größer als die Hälfte des Goldes von Monstern ist, also ihr sehr, sehr viele Minions auf jeden Fall habt, dann bekommt ihr weniger Gold durch Minions. Yes. So. Das heißt, Funnel Nerf ist wieder da. Hört auf, Master Yi und Lulu zu spielen. Und auch Twitch und Lulu und was auch immer. Hail of Blades wird gechanged, würde ich erstmal sagen. Grundsätzlich soll es ein Buff sein, denn ihr habt direkt auf Stufe 1 110% statt 75%. Allerdings dafür im Late Game auch nur mehr 125%. Ich denke, das ist worth, denn, Achtung, ja, Champions, die diese Rune nehmen, sind Champions, die aggressiv spielen wollen, die direkt viel Power haben wollen im Early Game. Zum Beispiel Twitch könnte man rein theoretisch, Twitch Jungle könnte potenziell gut damit sein. Und Twitch, gerade im Early Game, hat er sehr, sehr viel Power und dann hast du 110%. Rein theoretisch könnte auch Draven, ja, wobei ich bei Draven nicht ganz so sicher bin, aber das sind halt aggressive Champs, die diese Rune mitnehmen. Und da hast du dann direkt mehr Power. Celerity wird gebufft, beziehungsweise erstmal Attack-Speed-Rune, gibt jetzt statt 9% 10%, weil es zu schwach ist. Kleiner Yasuo-Buff an dieser Stelle, uiuiui. Celerity gibt jetzt statt 8% 10% mehr Bonus, ist... Ja, ich weiß nicht, ich mag die Rune noch nicht so richtig, muss ich zugeben. Und Shield Bash macht etwas mehr Schaden. Turret Assist Gold wird auch etwas verändert, und zwar ist es so, dass jetzt Champions belohnt werden sollen, die sehr weit vom Turm wegstehen, die trotzdem beim Turm geholfen haben. Das heißt, eine Person, die sehr wenig HP hat, auf den Turm mit 1 Damage oder was weiß ich, aber dann sagt, okay, ich muss jetzt zurück und die anderen kloppen noch weiter drauf, kriegt sie trotzdem Gold ab, weil sie ja auch mitgeholfen hat. Das heißt, Champions mit 2500 Range, die geholfen haben, bekommen Damage. Also die wirklich Damage drauf auf den Turm gemacht haben, bekommen Gold. So, ja, die bekommen Zusatzgold. Champions, die... hier ist die Range wird jetzt noch verändert für... Ah, genau. Das ist die Range, die für Champions ist, die nicht geholfen haben. Das heißt, wenn ihr geholfen habt, habt ihr 2500 Range, ein Auto-Tag drauf und ihr seid komplett safe. Ihr könnt super weit weggehen, kriegt trotzdem Gold. Wenn ihr nicht geholfen habt, wird die Range etwas erhöht und zwar auf 1200. Ja, solltet ihr quasi zufällig da irgendwo stehen und da macht jemand ein Plate. Das ist voll der Nerf für Tobi-Plating. Für Tobi-Taking-Plating oder wie war es? Tower-Plating-Tobi? Irgendwie sowas. Weil ich hasse das, wenn mir die Plates geklaut werden und sich da irgendwelche Leute mit einmischen. Du killst alleine deinen Gegner auf der Lane, denkst so, boah, geil, erstmal 4 Plates holen. Was denkt sich dein Jungler? Ja, ich nehme auch mal Geld. Uff. Na gut. Na, also, die bekommen dann auch, ne, ja. Ansonsten, das war's schon mit den Patch-Downs, meine Freunde. Hier noch haufenweise Bugfix-Changes und so weiter und so weiter. Blood Moon Pike wird kommen. Blood Moon... Zephyr wird kommen und Blood Moon Aatrox wird kommen. Der sieht übrigens in-game richtig kacke aus. Sieht aus wie Santa Claus. Und das hier ist die Prestige. Gibt es jetzt immer eine Prestige Edition eigentlich? Für den guten
Atox. Yes. So, das waren die Patrons. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich werde versuchen, jetzt wieder regelmäßig was hochzuladen. Ich möchte mich ganz herzlich entschuldigen. I'm sorry, dass es in letzter Zeit so wenig ist. Morgen kommt dann wahrscheinlich ein Gameplay von Silas, wie auch immer. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Droppt mir doch gerne eure Meinung zu den Changes, vor allem, wo ihr denkt, wer der Gewinner des Patches ist und wie ihr über Kalister Ornn und Sejuani so denkt. Bis dann, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Auf Wiedersehen, schlaf gut, ich hab euch lieb und goodbye. Miau, miau.